Das ist Chromeboy. Und Chromeboy werde ich dir in diesem Video ganz genau vorstellen. Aber zuerst musst du eine Sache hören. Ich habe noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt, die so ein unfassbares Sustain hat. Hör dir das mal an. Wahnsinn, oder? Das war natürlich nur ein Witz. Da ist ein Sustain-Jack eingebaut. Ich kann mit dem Schalter hier einfach das Sustain anschalten und der steht. Ich hätte es dir ja 5 Minuten vormachen können, ne? Das zeige ich aber nachher dazu den Features. So, das ist ein Joe Satriani Endorsement Modell. Und jetzt gucken wir mal gerade auf der Ibanez Webpage. Ich fürchte nämlich, dass die Produktion gerade eingestellt wurde, aber es gibt einen Nachfolger, nennt sich Goldboy. Ich weiß nicht, ob das so genannt wird. Wir gucken mal, ob es noch da ist. Also Joe Satriani ist einer der ersten Ibanez-Endorser. Ich weiß nicht, ob er direkt nach Y kam. Und natürlich vorher waren die ganzen Jazzer schon und so. Gucken wir mal, ob es die noch gibt. Und nein, es gibt nur noch die goldene. Chromeboy ist aus. Schade, aber ich möchte dir trotzdem diese Gitarre nicht vorenthalten. Und ja, das war eine sehr, sehr, sehr teure Gitarre. Ich weiß, dass einige schon mir geschrieben haben, ja, stell doch auch mal günstigere Gitarren vor. Kommt wieder, kommt wieder. Ich habe die nächste Gitarre, die kommt, ist um die 1000 Euro, eher Mittelklasse. Es kommen wieder günstigere Gitarren. Aber es ist so, als ich groß geworden bin und ich war so ein 13, 14, 15 Jahre alter Pimpf, war eines der ersten Gitarrenalben, die ich je gehört habe, Flying in the Blue Dream von Joe Satriani. Und da ist der Joe vorne auf dem Cover mit fast dieser Gitarre. Das war das damals das Modell, das von 1990 bis 92 gebaut wurde. Da war statt dem Sustainiac hier noch ein Humbucker drin. Aber ansonsten sah die identisch aus mit diesem unfassbaren Chrome-Finish. Was ich kann es nicht fassen, wie geil das gemacht ist. Ja, das ist wirklich, es ist wirklich Chrome. Sieht nicht aus wie eine Lackierung. Es ist einfach wie ein Spiegel. Die Gitarre ist wie ein Spiegel. Ich habe dir auch Close-ups. Die hast du wahrscheinlich gerade schon gesehen. Die habe ich schon eingeblendet. Die Gitarre ist der Wahnsinn, also rein optisch, ja. Und ist auch eine gute Gitarre davon abgesehen, ne. Aber mein Grund war eher, ich wollte die unbedingt haben, das war ein Jugendtraum von mir. Und damals war das so eine Limited Edition, die wurde nur 2 Jahre gebaut. Es gab sehr wenig Exemplare davon zu kaufen. Und ich habe gedacht, das kannst du dir niemals leisten. Die war dann ja ausverkauft und dann Sammlerwert. Und da kannst du ja mal gucken auf eBay, was die Originale kostet. Sehr viel Geld, ja. Und dann habe ich irgendwann eine Joe Satriani getestet von Ibanez, die mir der Daniel geschickt hat. Ungefragt übrigens, hat er mir die geschickt. Und da fand ich die ziemlich gut und wollte einfach nachgucken, was gibt es denn sonst noch für Modelle. Und da sehe ich, dass man die kaufen kann. Ich wusste gar nicht, dass man die kaufen kann, dass es da ein neues Modell gibt. Musste ich sofort bestellen. Das war letztes Jahr im Mai, glaube ich, habe ich die bestellt. Und sie kam dann vor 3 Wochen. Ja, das war eine lange Wartezeit. Eigentlich war es für Weihnachten geplant, aber ihr wisst ja, die ganzen Lieferketten und so, da gab es Probleme. Ja, also die heißt Chromeboy, wie sie in der normalen Bezeichnung heißt, kann ich dir auch gleich sagen. Dann guck ich mal hier in meine Rechnung. Die heißt JS1CR. Für eine Ibanez-Gitarre eine verdammt kurze Typenbezeichnung. Und die goldene, die ich hier gerade auf dem Bildschirm habe, die es noch zu kaufen gibt, also sieht wie die aus, nur Gold, ziemlich Porno. Heißt JS2GD. Was logisch ist, JS1CR für Chrome und JS2GD. Ja? Die hat allerdings eine viel komplexere Schaltung und die hat ja durch diesen Sustainiac jetzt, sagen wir mal, einen eingeschränkten Hals-Pickup-Sound. Lass uns mal mit dem, was mir am wenigsten gefällt, ausnahmsweise mal beginnen. Ich habe jetzt hier meinen Exafix 3 an, weil ich hier den Satriani Amp drin habe. Ich nehme aber jetzt erstmal einfach einen Clean Sound und zwar einen Deluxe Verb, also einen Deluxe Reverb, 65er Deluxe Reverb Simulation und zeige dir einfach mal den Clean Sound der Gitarre, ja? Okay, da muss man schon so ein bisschen Kompressor anmachen, ja? Aber
Aber wenn ihr wisst, wie der Joe Clean Sounds benutzt, dann wisst ihr, warum der da nicht so 100% viel drauf Wert legt. Also, die würde ich jetzt nicht zu einem Funk-Gig mitnehmen. Wobei, schauen wir mal Funk damit. Ja, geht auch, ne? Natürlich kannst du auch mit so bluesy Sounds machen. Drive Pedal, das müsste ein Fullerton OD sein. Also auch. Also auch der Clean Sound ist okay. Du hast noch eine Zwischenstellung. Allerdings wird da nichts gesplittet. Ist also komplett nur ein Mix aus dem und dem Pickup. Und wenn der Sustainiac aus ist, funktioniert er als normaler Single Coil, ne? So, und jetzt machen wir mal den Joe Satriani Sound an. Mal Delay aus. Lead Orange heißt der Kanal. Lead aus. Das wäre so ein typisches Satriani-mäßiges Riff, ja? Und jetzt machen wir mal den Sustainiac an. Mittelstellung, das heißt Mix, das heißt er bleibt stehen und manchmal kippt er um. Probieren wir es mal. Das klingt jetzt hier so, als ob ich hier unglaublich laut spielen würde. Aber es ist gerade so richtig lasche Zimmerlautstärke hier, ne? Weil ich dann besser das Mikro mixen kann mit dem Rest, ne? Wenn ich das hier zu laut spiele, ist das nichts. Aber das klingt, als ob ich hier voll aufgerissen hätte, ne? So, dann gibt es noch die andere Stellung, die hält einfach den Ton. Kannst du hier festhalten und... Das kann ich nicht so gut. Aber ne, die hält einfach. Und das macht sie auch, wenn du einen Volumenregler abdrehst. Der Ton schwingt trotzdem. Ja, der schwingt einfach. Das ist dieser Sustainiac, der im Prinzip das Gegenteil macht von einem Pickup. Der induziert praktisch die Schwingung in die Saiten rein. Beziehungsweise er verstärkt die Schwingung. So, dann gibt es den letzten Mode noch. Der springt um in die Obertöne. Achtung! Yeah.
für so einen alten Satriani-Fanboy musste diese Gitarre einfach sein. Es ist ein Liebhaberprojekt, ja? Also das kaufst du dir nicht als irgendeine Gitarre, wenn du sagst, so Satriani, ja, ist okay, aber gefällt mir nicht so wirklich. Das kaufst du dir als Satriani-Fan, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, leider nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu erhalten. Und es gibt, wie gesagt, die JS2 GD in Gold, die schön Porno ist, wahrscheinlich ungefähr das gleiche kostet. Soll ich dir sagen, wie viel die Gitarre gekostet hat? Ja, wie gesagt, das war mein Weihnachtsgeschenk. Der Verkaufspreis ist 5,5, wobei das für dieses Finish und Made in Japan eigentlich sogar noch okay ist, wenn man bedenkt, was es so für andere Gitarren gibt, was die kosten. Also das Finish ist bestimmt extrem aufwendig. Ich habe sie natürlich ein bisschen günstiger gekriegt, weil ich ja mit Ibanez gute Verhältnisse habe. Deswegen auch Full Disclaimer, ja, also ich habe die Gitarre günstiger gekriegt. Und deswegen, das muss ich erwähnen, ja, dass du genau weißt. Aber es ist ein Ding, ich musste die haben, ne? Ich konnte, als ich gesehen habe, die gibt es zu kaufen, ich musste die einfach unbedingt haben. Habe ich gedacht, ja, bis die kommt, kratze ich das Geld schon zusammen, ja, das geht. Und habe es dann auch gemacht. Ja, man kann hervorragend damit so Satriani-Sachen spielen. Und was unfassbar Bock macht, ist mit der Gitarre zu so 80s-Jam-Tracks zu jammen. Ja, also so schöne Jam-Tracks, die so ein bisschen in die 80s reingehen. Findest du ja, gibt es einfach 80s-Jam-Track auf YouTube ein, findest Tausende. Und damit einfach zocken. Macht so unglaublich Bock. Ja, und die Optik ist halt einfach, die hängt da. Ich gucke die an, ich freue mich. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Verarbeitung ist perfekt. Das Edge-System funktioniert, wie du eben gesehen hast, wunderbar, ja. Und der Sustainiac macht gerade beim Jam unglaublich viel Spaß, wenn du dann einfach mal so einen Ton aushalten kannst, als ob du auf der lauten Bühne stehst, wo du dann so ein Feedback hast mit einem Tape markiert auf der Bühne. Ne? Ich weiß, die meisten wissen von euch gar nicht, was das ist. Gary Moore hat das gemacht bei Parisian Walkways. Übrigens mit der Gitarre überhaupt kein Problem. Ne? Da hält er diesen einen Ton live, ich glaube, 3 Minuten lang. Macht einfach so. Und für ihn war das natürlich viel schwieriger. Der musste sich beim Soundcheck einen Punkt aussuchen, wo genau die Gitarre den Ton gehalten hat, ohne umzukippen. Ne? Also ist ja ganz schnell passiert, du hast den Ton. Jetzt kippt er nicht. Ja, dann passiert das. Ja? Das wollte er nicht. Er wollte, dass der Ton steht. Und dann musste er genau die Position aussuchen und dann immer hin und her so ein bisschen genau hören. Kippt er jetzt um? Und dann steht genau der Ton. Ja, hier der Schalter. Steht. Auch 10 Minuten, wenn du willst. Ist eine nette Sache. Und wie gesagt, die Optik. Geil verarbeitet. Es ist ein Prestige-Instrument aus Japan. Super. Also ganz normal klassisch geformter Hals. Ansonsten ist das sowieso eine recht klassisch gehaltene Gitarre, ja. Kein krasser als Korpusübergang. Halt schön alles abgerundet. Im Prinzip ist es ja eine Mischung aus einer Strat und einer Les Paul. Was willst du sagen? Der Pickup hier klingt tierisch. Ich habe mir damals in meine erste richtige Gitarre, das war eine Ibanez RG 570, hatte ich mir einen Tone Zone eingebaut. Ich glaube, ist das ein Tone Zone? Ist das ein Nachfolger von einem Tone Zone? Nee, Fret, nicht Tone Zone. Quatsch. In die Marzio Fret. Und es ist immer noch der gleiche. Das ist der gleiche, den ich früher eingebaut habe. Da war ich 16 oder 17, habe ich den Pickup eingebaut. Einen grünen Fret. Also es ist bei mir so voll die Nostalgie, die Gitarre. Und ich habe mich so gefreut, als ich die aus dem Koffer geholt habe. Übrigens ein sehr schicker Koffer dabei. Ja, das war's zur Chromeboy. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem Spaß gemacht. Ja, tut mir leid, dass du sie nicht kaufen kannst. Aber Gebrauchtmarkt gucken, wenn du so unbedingt willst. Ich werde sie nicht verkaufen, gar nicht erst anfragen. Das bleibt einfach, das hängt hier und ab und zu wird hier rausgeholt und einfach Spaß gehabt. Hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn das so war. Wenn nicht, 2x Daumen nach unten. Kanal abonnieren. Glöckchen musst du nicht unbedingt drücken, aber Kanal abonnieren wäre echt toll. Das hilft dem YouTube-Algorithmus, dass meine Videos noch mehr Leuten gezeigt werden. Und ja, dir nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und mach's gut. Bis dann und tschüss.